beginnen wir mit unserem heutigen Vortrag. Es soll heute gehen um das Data-Driven Development im Automotive-Bereich. Wir befinden uns im Zeitslot 14 Uhr und haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, um Ihnen zu zeigen, wie wir am FZI mit Datenmengen umgehen, was man mit Daten so alles machen kann und wie man Daten verwenden kann, um die Entwicklung im Automotive-Bereich zu verbessern. Die Referierenden heute, das bin ich, bin Karl-Philipp Hohl, bin inzwischen seit 2 Jahren Mitarbeiter am Forschungszentrum Informatik und Patrick Petersen, der darf sich selber kurz vorstellen. Ja, ich bin schon 3 Jahre am FZI und beschäftige mich, wie das Thema hier heute auch schon sagt, mit Data-Driven Development. Genau, woher kommt das Ganze? Wir beide gehören neben einigen anderen zum Forschungsbereich ESS, genauer gesagt der Abteilung ESM, und beschäftigen uns hier hauptsächlich mit Automotive Systems Engineering. Professor Sachs ist unser Direktor, der ist Institutsleiter am ITIF, am KIT und Direktor am FZI und damit verantwortlich auch für unsere Forschungsabteilung, und wir haben 3 ganz große Felder, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine sind Prozesse, Methoden und EE-Architekturen. Das zweite ist die angewandte Datenanalytik und die Verifikation und Validierung. Heute bewegen wir uns im Bereich der Applied Data Analytics, also der angewandten Datenanalyse, und in dem Bereich geht es um 5 große Felder. Einerseits die weltweite Sammlung von großen Datenmengen, Speicherung und effiziente Vorhaltung von Daten, die Extraktion dann von Wissen aus den Daten, Filterung von redundanten Daten, um eben unnötige Daten zu reduzieren, und die Verwendung von großen Datenmengen in der Simulation, um dann eben Prozesse, Methoden, Funktionen verbessern zu können. Und die 3 großen Buzzwords, die uns da beschäftigen, sind einerseits die Data Analytics, andererseits die künstliche Intelligenz und drittens dann die datengetriebene Entwicklungsunterstützung im Automotive-Bereich. Unsere Forschungsschwerpunkte, ich habe es gerade schon angeschnitten, ist Analyse und Aufbereitung von Daten, die Erstellung von Trainings- und Validierungsdatensätzen, die datengetriebene Funktionsbewertung, also die Bewertung, ob eine Funktion das tut, was sie soll, anhand von Daten, die wir vorliegen haben. Das Auffinden von Besonderheiten oder von Anomalien in Daten und die Applikation und Bewertung durch die Rebe-Simulation in rein simulativen und hybriden Systemen. Worum soll es heute gehen? Ich möchte ganz kurz in die Problemstellung einführen, die wir haben. Die erste große Frage: Was sind Daten? Was ist Big Data? Wofür können wir Daten einsetzen im Automobilbereich? Und drittens, was ergeben sich daraus für Fragestellungen, für Problemstellungen an uns als Forschende? Und zunächst mal ganz kurz angeschnitten, dass wir irgendwie alle damit ins Boot holen. Was Daten ausmacht, ist einerseits ihr Volumen, also ihre Menge. Und wir reden da im Automotive auf jeden Fall von Datenmengen im Terabyte-Bereich allein für einzelne Fahrzeuge bei mehreren Stunden. Wir haben das dann multipliziert mit einer großen Anzahl an Fahrzeugen. Also da gehen wir natürlich in Flotten von den Millionen, je nachdem, bei welchem Hersteller wir schauen. Und jedes Fahrzeug hat auch noch dann Daten von hunderten Sensoren, die es auswertet. Und damit stehen uns natürlich gigantische Datenmengen zur Verfügung, durch die wir uns durchkämpfen müssen. Jetzt gibt es den zweiten Punkt, der Big Data irgendwie so beschreibt, und das ist die Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der sich was an den Daten ändert, beziehungsweise dass zu jedem Zeitpunkt irgendwie neue Daten reinströmen. Und da haben wir natürlich die Herausforderung, dass sich die Daten mit jeder Fahrzeuggeneration ändern. Also ein neues Fahrzeug hat neue Sensorik, und da kommen dann natürlich unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Arten von Daten bei uns an. Bei uns leider nicht von allen Fahrzeugen, aber
immer wieder mal von einigen Versuchsfahrzeugen. Und wir haben natürlich jeden Tag neue Szenarien. Das heißt, Fahrzeuge bewegen sich in der Umwelt und es kommen immer wieder Szenarien hinzu, die bisher noch nirgends aufgezeichnet wurden. Und dadurch ergibt sich dann doch eine gewisse Geschwindigkeit, in der neue Daten auftreten. Als drittes haben wir, dass die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen. Also unsere Daten haben eine Variety, ein Abwechslungsreichtum. Und außerdem kommen die aus unterschiedlichen Sensoren. Und wir haben natürlich auch unterschiedliche Fahrzeugvarianten. Also nicht jeder Golf ist gleich. Und wenn wir von Golf zu Passat gehen, dann sehen die Daten natürlich wieder ganz anders aus. So, wofür können wir diese Daten jetzt einsetzen? Einerseits zur Verbesserung von Funktionen natürlich. Also man kann Funktionen jetzt analysieren. Funktionieren sie korrekt oder muss ich sie verbessern? Auf der anderen Seite zum Finden von Fehlern. Also ich kann Daten anschauen von dem Verhalten von Fahrzeugen und kann dann darauf schließen, dass eine Funktion zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genau das getan hat, was ich in sie rein designt habe oder was ich in den Anforderungen vermerkt habe und kann dann darauf natürlich reagieren. Wir können auch das Nutzerverhalten analysieren, also anschauen, wie nutzt welcher Nutzer das Fahrzeug, welche Funktionen nutzt er häufig, wo es liegt vielleicht der Bedarf beim Nutzer an neuen Funktionen. Wir können uns Szenarienkataloge erstellen, die wir dann nutzen können, um hinterher neue Funktionen in diesen Szenarien zu testen und sicherzustellen, dass die Fahrzeuge in diesen Szenarien genau das tun, wofür sie auch designt wurden. Wir können damit KI-Methoden trainieren. Das heißt, wir können die Daten nutzen, um neuronale Netze, maschinelle Lernverfahren zu füttern und hoffentlich am Ende eine Funktion rauszubekommen, die komplexere Aufgaben lösen kann, als es mit herkömmlichen Algorithmen möglich ist. Allerdings steigt damit natürlich auch die Anforderung an die Qualität der Daten erheblich. Außerdem können wir die Daten für die Validierung und Verifikation nutzen. Also wenn wir eine Funktion dann auf den Prüfstand packen, dann können wir Daten, die wir im Fahrzeug bereits aufgenommen haben, beispielsweise in der Vorgängergeneration, nutzen, um die abzugleichen mit dem, was eine Funktion in der Nachfolgegeneration an Ausgabe liefert und können damit dann bewerten, ob die Funktion ihren Zweck so erfüllt, wie sie das soll. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich worum soll es heute bei uns gehen? Wir haben einen interaktiven Teil vorbereitet. Wir haben leider immer noch 0 Teilnehmer. Das heißt, der Patrick wird zeigen, was wir tun können. Wir haben eine schöne interaktive Präsentation vorbereitet und wollen da einfach mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus den Tätigkeiten zeigen, die wir so im Alltag auf dem Schreibtisch liegen haben. Und da ist die erste Fragestellung ist so die Sache Fehlersuche. Also wenn wir einen Datensatz anschauen, wie können wir sicherstellen, dass der möglichst wenig Fehler enthält? Wie können wir Fehler automatisch aufspüren? Und wie können wir auch sehen, ob Lücken irgendwo existieren und ob die Daten zueinander konsistent sind? Dann deckt unser Datensatz einen Anwendungsfall ab. Und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, was ist der Anwendungsfall? Aber beispielsweise in einem Objektdetektionsszenario, wo ich Objekte in einem Kamerabild detektieren will, muss ich natürlich sicherstellen, dass irgendwie jedes Objekt, das ich erkennen will, auch im Datensatz, mit dem ich den Algorithmus trainiere, enthalten sind. Und dann kann ich natürlich noch sekundäre Qualitätsmerkmale anschauen, wie sind bestimmte Merkmale über- oder unterrepräsentiert, also fehlen uns von einem bestimmten Typ Bilder oder haben wir zu viele davon. Und die dritte Fragestellung dann, wie können wir unseren Datensatz vergrößern, wenn wir die Daten nutzen wollen, um etwas zu trainieren, weil die Generierung von Daten aus Fahrzeugen an sich, vor allem wenn man ein spezifisches Ziel hat, beispielsweise für ein bestimmtes Szenario, kann sehr schwierig sein. Zum Beispiel, ich habe ein ganz tolles Szenario an einer Kreuzung, wo ein kritischer Fall auftritt und jetzt habe ich davon ein Video und das wurde aber bei Sonne aufgenommen und ich würde gern wissen, reagiert mein Fahrzeug auch richtig, wenn es regnet? Genau.
Und damit können wir einsteigen in den ersten Teil, nämlich in die Fehleranalyse von Zeitreihendaten. Und die Hauptfragestellung hier für uns in unserem kleinen Workshop hier ist jetzt, wie können wir Fehler in Zeitreihendaten aufspüren und was für Algorithmen kann man denn dafür nutzen? Was sind denn Zeitreihendaten? Zeitreihendaten sind alle Daten, wo sich ein Wert über die Zeit variabel ändert. In einem Fahrzeug könnten das sein, zum Beispiel Temperaturen, also die Motortemperatur, Drücke, beispielsweise der Bremsdruck, Beschleunigungen, wenn das Fahrzeug um eine Kurve fährt, Winkel, also in welcher Drehrate dreht sich das Fahrzeug um die Hochachse, wenn wir um eine Kurve fahren, Drehzahlen natürlich an den Rädern, an der Motorwelle oder die Position, also eine GPS-Position. Fehler in Zeitreihendaten können uns jetzt auf Probleme in Zeitreihendaten stoßen und wir können dann den Auslöser eben suchen in der Verarbeitungskette von Funktionen, wo tritt denn ein Fehler zuerst auf und können dann gezielter nach einem Fehler suchen. Und für das Training von lernenden Systemen, wenn man jetzt so eine Zeitreihe nimmt, um jetzt zum Beispiel einen Algorithmus zur Predictive Maintenance zu trainieren, also der den Verschleiß von einem Bauteil feststellt, bevor das Bauteil tatsächlich kaputt geht, dann will man eine sehr gute Kontrolle darüber haben, wie viele Fehler die Daten enthalten. Also man will von einer sehr guten Ausgangsbasis ausgehen und dann kontrolliert Fehler einbringen, um den Algorithmus eben resistent gegenüber solchen Fehlern dann im Feld zu machen. Und so eine Frage, die sich jetzt hier stellt, ist zum Beispiel, welche von diesen beiden Zeitreihen ist denn richtig? Und es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt keine Teilnehmer haben, sonst würde ich die Frage an die Teilnehmer übergeben, aber hier ist natürlich, irgendwie sieht das rechts, ist so eine sehr zackige Kurve, eine Temperatur, die irgendwie ganz stark ansteigt und wieder abfällt. Und links haben wir irgendwie so eine relativ flache Temperaturkurve, die zwischen 6 und 25 Grad sich hier irgendwo bewegt. Und wenn wir jetzt aber feststellen wollen, was ist denn richtig und was ist falsch, dann ist der Kontext ausschlaggebend und notwendig, weil wir können sagen, die Temperatur 2, die ist auf jeden Fall falsch, wenn es um die Tagestemperatur in Karlsruhe beispielsweise geht, weil wir werden sicherlich keine 90 Grad im Schatten in Karlsruhe erreichen und hoffentlich auch sonst nirgends auf der Welt. Wenn wir jetzt uns aber die umgekehrte Frage stellen, die Temperatur von einem Motorblock in einem Fahrzeug von einem Pendler, dann ist vermutlich die Temperatur 1 eher falsch und Temperatur 2 eher richtig. Nämlich der fährt irgendwann zwischen 7 und 9 Mal zur Arbeit und der Motor wird warm und zwischen 17 und 18 Uhr fährt er wieder zurück und der Motor wird nochmal warm. Und dazwischen ist die Temperatur exakt die gleiche wie die Außentemperatur. Und schon haben wir eine komplett andere Aussage. Also der Kontext ist hier absolut relevant, um irgendwie eine Aussage über die Korrektheit von Daten machen zu können. Zu dem Zweck, um eben diesen Kontext zu erlangen, können wir Methoden zur Datenanreicherung verwenden. Also wir schauen uns an, wann wurde denn diese Temperaturkurve aufgenommen und dann haben wir Daten aus einer Erprobungsfahrt. Das sind jetzt irgendwelche Temperaturen drin, GPS-Tracks, Fahrerdaten und die packen wir in eine Datenbank und können die jetzt anreichern mit Verkehrs- und Streckendaten, also zum Beispiel, wo waren Ampeln? Wo waren Stoppschilder, wie viel Verkehr war an dem Tag, an dem die Daten aufgenommen wurden. Wir können Höhendaten aus GPS-Daten hinzufügen oder wir können Wetterdaten aus historischen Wetterdatenbanken, also beim Deutschen Wetterdienst, abrufen und sagen, an dem Tag hat es Schnee oder an dem Tag war es besonders heiß. Und ein gutes Beispiel dafür sind die Geodaten. Da können wir einfach einen Online-Geodatendienst oder ein Navigationsprogramm abrufen und dort uns die genauen Straßendaten geben lassen. Der stellt uns dann bestimmte Dinge bereit, wie die Strecken- und Straßentopologie, also wie stark steigt eine Straße, wie ist die Krümmung, wie war die Verkehrssituation zum Aufnahmezeitpunkt,
welche Geschwindigkeitslimits oder Verkehrsschilder stehen dort und auf welcher Klasse von Straße hat sich das Fahrzeug denn bewegt? War es eine Autobahn, war es eine Landstraße, war es Innerorts? Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie können wir denn einen GPS-Trace, der jetzt so aussieht wie hier im linken Bild, da ist einfach ein GPS-Trace aufgenommen worden. Und in der Stadt, also man sieht schon, das sind Gebäude außenrum auf der Karte, da ergeben sich dann eben einfach durch Reflexionen, durch Abschattung, ergeben sich Fehler im GPS-Signal. Und jetzt können wir eben die matchen auf das Straßennetz. Also wir sagen, das Fahrzeug hat sich irgendwie, muss sich auf der rechten Spur von dieser Straße bewegt haben und können dann beispielsweise eine mittlere Abweichung, also die Abweichung zwischen der gefahrenen Strecke und dem gematchten GPS-Track auf die Straße in einem Navigationssystem, die können wir jetzt ausrechnen. Und dazu geht es jetzt in den ersten Aktivteil und ich darf an Patrick übergeben. Genau, wir schauen uns jetzt das Ganze mal exemplarisch für einen Datensatz an. Genau, ich teile auch gleich dann meinen Bildschirm. Glaube, du musst mir noch kurz übergeben. Und dann kann ich den. Oh, Ja, hatte genau. ich, ja. Perfekt, dann kriege ich nämlich das passende Pop-up zum Bildschirm teilen. Also was wir uns auf jeden Fall heute anschauen wollen, ist mal einfach interaktiv ein bisschen so ein paar Analysen, die wir jetzt gemacht haben, konkret, wo wir einfach sagen können, okay, wir schauen uns ein paar Signale entsprechend an und schauen uns mal genauer an, was steckt eigentlich genau drin in dem Beispieldatensatz. Ich kann, glaube ich, noch nicht meinen Bildschirm teilen. Bin ich immer noch Genau, jetzt? Ja. genau. Jawohl, perfekt. So. Jetzt müsste man auch gleich meinen Bildschirm sehen mit einer exemplarischen Beispielseite, die wir einfach mal jetzt im Rahmen dieses Workshops aufgebaut haben. Hier am Anfang einfach nochmal ein paar Informationen zu diesem Workshop, was uns genau hier konkret erwartet und nochmal, falls man es vergessen hat, wer die Referenten hier konkret sind. Und wie mein Kollege ja schon gesagt hat, bei der Datenanalyse jetzt im ersten Tab schauen wir uns einfach mal konkret an die verschiedenen Sichtweisen, die es für so eine Betrachtung von Automotive-Daten gibt. Man hat einerseits die Möglichkeit, das Ganze als aggregierte Sicht zu betrachten. Das heißt, wir schauen uns die Zusammenführung von verschiedenen Kennzahlen an, wie zum Beispiel die gefahrenen Kilometer aggregiert, die gefahrene Zeit und so weiter. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze auf Signalebene zu betrachten. Das bedeutet, wir schauen uns detailliert für konkrete Fahrten einzelne Signale an, versuchen die zu visualisieren und eventuell gewisse Auffälligkeiten hier festzustellen. Und im Rahmen dieses Workshops haben wir hier konkret mal den Oxford-Robot-Datensatz benutzt. Das ist ein öffentlicher Datensatz, der, wie der Name schon vermuten lässt, in Oxford aufgezeichnet wurde. Viele verschiedene Fahrsignale beinhaltet, wie zum Beispiel GPS-Signale, Geschwindigkeiten, Roll-Pitch-Jaw und aber auch Bilddaten, die wir auch später nachher im Workshop noch genauer betrachten werden für weitere Analysen. Und da wir ja hier konkret immer mit Signalen arbeiten und Messdaten, müssen wir natürlich immer sicherstellen, dass wir alle möglichen Daten haben, die wir auch haben möchten, beziehungsweise bei der Aufzeichnung auch letztlich nichts schiefgegangen ist. Deshalb haben wir schon im Vorfeld einfach mal hier exemplarisch in diesem Kuchendiagramm schon mal aufgezeigt, wie viele Fahrten, insgesamt waren es 118 Stück von diesen Oxford-Daten, einfach schon mal ausgefiltert haben, welche Fahrten oder welche Aufzeichnungen nicht alle Daten beinhalten, beziehungsweise Messfehler letztlich haben. Das sieht man also hier ganz gut im Roten. Das sind also ungefähr 37 Stück, die wir sozusagen schon mal aussortiert haben und übrig bleiben dann nur noch 81 Stück, die wir dann für unsere spätere Analysen nutzen können, weil diese auch alle Daten beinhalten, alle sozusagen CSV-Dateien, die aufgezeichnet wurden, auch letztlich vorhanden sind. Und entsprechend, was man als erstes meistens macht, ist, wenn man mit solchen Daten arbeitet, man versucht, gewisse Kennzahlen einfach abzuleiten. Ich hatte es ja schon anfangs erwähnt, dass wir hier einerseits natürlich sagen können, welche Daten haben wir genommen, dann auch, wie viele Fahrten wir letztlich berücksichtigen, also hier jetzt nur noch konkret 81 Stück und uns gewisse andere Kennzahlen ableiten, wie zum Beispiel Gesamtfahrzeit von rund 2300 Minuten. Wenn man jetzt diesen Durchschnitt sich anguckt für die einzelnen Fahrten, stellt man fest, okay, es sind ungefähr 28 Minuten im Durchschnitt, also schon eine gute ordentliche Strecke immer gefahren, insgesamt ungefähr 1000 Kilometer und insgesamt sogar über 2 Millionen Bildern, was ja vor allem später bei weiteren Betrachtungen von gewissen Abdeckungsanalysen durchaus spannend ist und vor allem eine große Herausforderung, weil wir hier eben 2 Millionen
Bilddaten sozusagen handhaben müssen. Und wie der Name ja vermuten lässt, das Ganze wurde ja auch in Oxford aufgezeichnet, aber wo genau in Oxford ist ja auch meistens interessant. Hat man eher in der Innenstadt, ist man gefahren, irgendwelche Autobahnen und so weiter und hier entsprechend einfach mal gekennzeichnet als Heatmap aufgetragen, die einzelnen Fahrten entsprechend mit ihren GPS-Positionen als Heatmap. Und hier sieht man relativ gut, dass so im Zentrum von Oxford durchaus viel aufgezeichnet worden ist. An manchen Stellen sammelt sich das Ganze so ein bisschen. Also wenn ich jetzt mal hier ein bisschen ranzoome, dann sieht man zum Beispiel hier, dass es sich hier durchaus ein bisschen bündelt. Das liegt daran, weil die meistens hier in diesem Innenhof, also zumindest von den Daten her, losfahren, aber auch an anderen Stellen zum Beispiel konkret irgendwo hier zum Beispiel mal länger gestanden sind. Es könnten zum Beispiel jetzt irgendwelche Phänomene sein wie Verkehrsschilder, irgendwelche Ampeln, warum man hier länger eben eine gewisse Zeit verweilen muss. Und das hilft auch schon mal ganz gut, um zu betrachten, okay, wo sind wir überhaupt rumgefahren? Wo sind wir am meisten rumgefahren mit den jeweiligen Daten? Hier zum Beispiel unten zu sehen, ja, da ist mal einer ein bisschen in eine ganz andere Richtung gefahren als die Kollegen jetzt weiter oben sozusagen. Und da wir ja hier relativ viele Bilddaten haben, ist auch eine Variante davon, sich einfach mal zu illustrieren, wann haben diese Aufnahmen stattgefunden. Aus dem Datenblatt von diesem Oxford-Datensatz geht eigentlich hervor, dass das Ganze 2014 bzw. 2015 aufgezeichnet wurde, aber wann genau? Hier zum Beispiel ist einfach exemplarisch gezeigt, die jeweiligen Monate von 2014 bis 2015. Hier können wir sehen, dass zum Beispiel zwischen August als auch November keine Fahrten stattgefunden haben, beziehungsweise keine Fahrten, die wir schon aussortiert hatten oder sozusagen vorgefiltert haben, jetzt noch übrig geblieben sind in diesem Zeitraum. Aber im Jahr 2015, zwischen Februar als auch November, durchaus einige Fahrten aufgezeichnet wurden, die besonders interessant sind für unterschiedliche Betrachtungen, zum Beispiel von Wettersituationen, also eben Winter, Sommer, Herbst und so weiter. Das Ganze können wir natürlich nicht nur machen mit den jeweiligen Fahrdaten, also die Aufnahmezeiträume, sondern auch über die Fahrtdauer hinweg. Ich habe ja vorhin schon gezeigt, die Gesamtfahrtdauer oder die Gesamtkilometer, aber auch die durchschnittliche Fahrtdauer. Und hier kann man zum Beispiel sehen, wenn man sich hier jetzt exemplarisch die Fahrtdauer anguckt, dass einige Fahrten sehr, sehr kurz waren, aber durchaus so die meisten in etwa so zwischen 36 bzw. 40 Minuten angedauert haben. Und wobei hier natürlich eine Fahrt sogar ein bisschen heraussticht. Das ist genauso etwas, was wir herausfinden wollen. Was ist so ungefähr die normale Verteilung hier? Was haben die meisten eingefahren? Und was ist zum Beispiel so ein Ausreißer? Hier müsste wäre zum Beispiel genau diese Fahrt interessant. Warum ist sie so lang gewesen? Ist ja vielleicht eine Stunde lang im Hof stehen geblieben, haben sie einfach nur weiter aufgezeichnet, dann kann man vielleicht die Daten verwerfen. Oder gibt es hier andere Situationen, wie zum Beispiel bestimmte Stausituationen? Das Ganze kann man auch für verschiedene andere Signale betrachten, zum Beispiel die Fahrdistanz, einfach aufgetragen, also hier relativ kurze Fahrten oder hier die meisten Fahrten sind so ungefähr so 10 Kilometer lang. Das können wir uns natürlich auch beispielsweise einfach mal für die Geschwindigkeiten angucken, zwischen 0 und 10 Meter pro Sekunde, aber auch jetzt exemplarisch mal einfach für die ganzen Rotations- und Rollpitch-Jaw-Werte letzten Endes. Also einfach zu schauen, gibt es da irgendwelche Ausreißer, müssen wir die vielleicht irgendwie behandeln, irgendwie vorfiltern. Das ist sozusagen auch die Sicht, die man am Anfang versucht zu bekommen, diese aggregierte Sicht. Und anschließend geht man meistens immer in einzelne Fahrten tiefer rein und versucht herauszufinden, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten. Also manche Fahrt zum Beispiel, wenn es einen großen Fehler gibt, bestimmte Ausreißer bei Geschwindigkeitsverläufen und sowas, könnte ein Indiz sein, dass diese Fahrt vielleicht besonders interessant ist. Und entsprechend hier haben wir jetzt einfach mal 5 Fahrten ausgewählt, die man hier auf dieser Karte letztlich visualisieren kann. Also hier eine Fahrt, die relativ kurz ist. Können aber, wie mein Kollege schon gesagt hat, mit zusätzlichen Datenanreicherungsschritten das Ganze noch ein bisschen interessanter machen. Einerseits, klar, in den Daten steckt letztlich die gefahrene Geschwindigkeit drin. Also können wir uns mal anschauen, okay, wie schnell ist die jeweilige Fahrer auf dieser Strecke gefahren? Also wir haben allein schon hier dieses Feedback, nicht nur die Strecke, sondern auch, wie schnell die jeweilige Person gefahren ist. Und da wir konkret jetzt hier zum Beispiel Geschwindigkeitslimits anreichern, können wir uns zum Beispiel auch angucken, Geschwindigkeitsverstöße. Also ist eine Person schneller gefahren als erlaubt? Also in dieser Fahrt jetzt eigentlich nicht. Also alles unter Null sozusagen im grünen, gelben Bereich ist okay. Aber wenn wir zum Beispiel uns mal die dritte Fahrt angucken, sehen wir, ja, also im größten Teil ist der Fahrer recht gut gefahren, ist auch relativ viel gefahren. Aber hier fällt uns zumindest auf, dass der Fahrer durchaus ein bisschen schneller gefahren ist als das Geschwindigkeitslimit. Also könnte solche Situationen zum Beispiel ganz interessant sein, sich anzuschauen oder auch für Fahrerbewertungen, genau solche Fahrten, wo er mal vielleicht ein bisschen schneller fährt. Woran lag das vielleicht, um irgendwelche Situationen konkreter zu deuten? Was wir aber auch machen, ist zum einen natürlich auch nicht nur schauen, was ist in unseren Daten drin und einzelne Fahrten rauszupicken, sondern auch diese GPS-Daten letzten Endes uns genauer anzugucken.
Weil vor allem, wir haben ja gerade gesehen, ich habe ja gerade gezeigt, dass wir uns eine Fahrt konkret auf einer Karte anschauen können. Das heißt also, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir gute, ausgiebig gefilterte GPS-Daten bekommen. Und eine Metrik wurde ja gerade eben schon gezeigt in der Präsentation. Wir schauen uns einfach an, wir matchen den GPS-Verlauf auf das bestehende Kartennetz durch einen Kartenhersteller namens HIA. Der liefert sozusagen genau diesen Algorithmus mit, um GPS-Daten auf eine Strecke sinnvoll zu matchen, entsprechend entlang des Verlaufs. Und wir können dann uns einfach mal anschauen, die jeweiligen Differenzen zwischen diesen Fahrten. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten. Und das Ganze ist jetzt hier zumindest einmal aufgetragen. Also wir sehen hier, die meisten Fahrten sind ja, bündeln sich hier relativ nah beieinander, aber wir haben hier durchaus drei Fahrten, die ein bisschen herausstechen. Das ist einerseits das optische Feedback, aber wir haben auch die Möglichkeit, uns das Ganze natürlich auch als Tabelle anzuschauen, wobei das dann hier natürlich bei 81 Fahrten durchaus ein bisschen viel ist. Entsprechend kann man hier über diesen Slider letztlich das Ganze ein bisschen reduzieren, also von beiden Seiten sozusagen einschränken, den Bereich, der gerade interessant ist. Und uns interessiert jetzt konkret diese drei auffälligen Fahrten, weil die einen sehr, sehr hohen Fehler haben. Und da ist natürlich die Frage, woran liegt das letzten Endes? Ist es nur Rauschen oder gibt es noch andere Phänomene, die man hier beobachten kann? Und hier unten in dem Bild ist jetzt konkret visualisiert in Blau die Originalfahrt, also das originale GPS-Signal, und in Rot das jeweils auf das Straßennetz gematchte Signal. Und wir können hier zum Beispiel beobachten, das hatte ich am Anfang ja kurz gezeigt, dass wir hier zum Beispiel im Hof losfahren meistens oder zumindest die Fahrt dort endet. Und da das hier vermutlich ein privates Gelände ist, also zumindest man nicht öffentlich dieses befahren kann, passt natürlich auch unser Matching hier an diesem Punkt nicht. Der erste gültige Punkt, der auf einer Straße liegt, ist sozusagen dieser hier. Das heißt, alle Daten, die hier liegen, werden auf diesen Punkt oder auf diese Punkte hier gematcht. Das ist natürlich eine Sache, die man bedenken muss, wenn man dieses Matching zum Beispiel benutzt, um gewisse Metriken abzuleiten. Aber vielleicht der eine oder andere hat es schon gesehen. Wir haben hier was ganz, ganz Merkwürdiges sozusagen. Hier sind die Kollegen damals 2015, 2014 mal komplett scheinbar im Park rumgefahren oder wenn man es ein bisschen genauer sich anguckt, tatsächlich durch Gebäude. Und das Matching hat hier eigentlich komplett nicht funktioniert. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, woran das liegt. Eine Vermutung ist zum Beispiel, da 2014, 2015 vermute ich vielleicht, die Strecken ein bisschen anders gewesen sind, die Streckenführung anders oder man hier einfach mal doch ein bisschen quer gefahren ist, könnte es zu diesem Fehler gekommen sein, dass man hier nicht gültige Strecken sozusagen genommen hat. Aber was auch noch spannend ist, wenn man ein bisschen rauszoomt, ist letztlich, was sehr, sehr häufig passiert, wenn man zum Beispiel durch Tunnel fährt oder Initialwerte bei solchen GPS-Signalen benutzt, dass unser GPS-Signal sozusagen einfach abhaut. Also wir sehen jetzt hier, wenn ich weiter rauszoome, ich hoffe, man erkennt es, sind wir irgendwo bei Afrika im Meer sozusagen, also durchaus spannend. Erklärt natürlich auch, warum wir hier einen relativ großen Fehler haben bei dieser 32er-Fahrt von 197 ungefähr mittleren Fehler. Aber schauen wir uns mal ganz kurz exemplarisch auch noch zum Beispiel die 47 an. Die hat ja auch einen relativ hohen Fehler, aber scheint doch nicht ganz so krass zu eskalieren letztlich. Und hier sieht man zum Beispiel auch sehr gut, dass unser Matching, also eigentlich größtenteils gut funktioniert. Also die rote Linie ist immer noch die jeweils auf das Straßennetz gematchte GPS-Signal und in Blau das Originalsignal. Und es passt hier eigentlich ziemlich gut. Klar, natürlich, wie ich anfangs erwähnt habe, hier in dem Hof passt natürlich nicht, aber auch hier wieder auffällig, dass unser Signal auf den ähnlichen Wert wie vorhin bei der einen Fahrt irgendwo bei Afrika sozusagen abhaut. Und das sind genau solche Dinge, die man anschauen muss. Zwar sind teilweise die Daten auch schon bereinigt worden oder gefiltert worden, aber solche Dinge passieren immer wieder, vor allem wenn man einfach Initialbedatungen hat oder auch zum Beispiel einen Tunnel fährt. Das heißt also, man muss hier mal gucken, vielleicht noch ein bisschen filtern, ein bisschen rauslöschen, sozusagen diese Signale, die ersten paar Werte einfach wegwerfen, weil sie eben so weit im Prinzip von der jeglichen Realität sozusagen sind, von der eigenen Fahrt. Und das ist vor allem die Krux dran, dass man einerseits diese Fehler feststellt, findet vor allem, das kann natürlich auch in anderen Signalverläufen passieren, und dass man entsprechend hier auch dann sieht, okay, woran liegt es und wie gehe ich damit überhaupt letztlich um? Genau, und damit übergebe ich dann auch wieder zurück an meinen Kollegen, der den nächsten Teil unserer Präsentation vorstellt. Und jetzt dürftest du übertragen können. Man hört dich nicht.
Du bist, glaube ich, noch gemutet. Klassischer Unmute. So, Genau. ich hoffe, das ist das richtige Bild. Und wir fahren fort mit dem nächsten Kapitel. Und da geht es um Bilddaten. Bilddaten unterscheiden sich jetzt natürlich insofern von Zeitreihendaten, dass jeder einzelne Pixel im Zweifelsfall so viel Information trägt wie das, wie ein Zeitreihendatum an sich, also ein GPS-Punkt oder sowas. Ist vielleicht deckt vielleicht 2 oder 3 oder 4 Pixel ab, aber nichtsdestotrotz reden wir hier von sehr viel größeren Datenmengen. Und natürlich müssen wir deswegen auch anpassen, wie wir da rangehen. Und dazu möchte ich mal einen Clustering-Algorithmus bzw. die Methode des Clustering vorstellen, möchte zeigen, was das genau tut, wie so ein Algorithmus funktioniert und welche Informationen sich daraus gewinnen lassen. Ein Clustering-Algorithmus ist mal ganz allgemein gesprochen ein Algorithmus, der sich einen Bilddatensatz nimmt, also ganz viele verschiedene Einzelbilder und die einsortiert in einzelne Cluster, sortiert nach einer Ähnlichkeit. Also beispielsweise, wenn ich diese Hütchen hier reinwerf und ich habe da blaue und orangene und gelbe und mit unterschiedlichen Streifenfarben, dann sollte mein Clustering idealerweise die sortieren nach ihrem Aussehen. Das heißt, ich bekomme ein Cluster, in dem sind alle blauen Hütchen enthalten, es gibt ein Cluster, in dem sind die orangen Hütchen enthalten und es gibt vielleicht ein Cluster, in dem sind alle gelben Hütchen enthalten. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Wir haben diese unsere Eingabebilder verschiedener Art. Die müssen auch nicht gleich groß sein an der Stelle. Und zunächst mal extrahieren wir daraus jetzt Features, also Merkmale an den Bildern, die mit denen ein Computer in irgendeiner Form besser umgehen kann als jetzt mit einem Eingabebild mit Pixeln, die eine bestimmte Farbe haben. Jetzt sind diese Features, jedes dieser Features taucht zu einem gewissen Grad in einem Bild auf und entsprechend ist die Dimension, in die wir unser Bild einsortieren, die ist so hoch wie die Anzahl an Features. Also wir befinden uns hier in dem Fall von 100 Features in einem 100-dimensionalen Raum. Und das verringert die Leistungsfähigkeit von unserem Cluster-Algorithmus erheblich, weil wir eben in viel mehr Dimensionen berechnen müssen, wie weit liegen denn zwei Bilder auseinander. Deswegen findet hier jetzt eine Dimensionsreduktion statt. Also diese 100 Dimensionen, ich habe es jetzt hier mal von 3 auf 2 dargestellt, aber im Prinzip findet hier eine Reduktion von 100 oder 1000 Dimensionen in einen niedrigdimensionaleren Raum statt, wobei natürlich darauf geachtet wird, dass die Abstände zwischen den Punkten in dieser Projektion mit einbezogen werden. Das heißt, die Projektion sollte im Idealfall den Abstand zwischen zwei Punkten gleich behalten. Dann können wir ein Clustering ausführen. Das heißt, wir ziehen uns Bereiche, in die die Features von einem bestimmten Bild reinfallen und können dann diesen Bereichen jeweils Bilder zuordnen und am Ende daraus dann unsere Cluster bilden. Und rausfällt dann wirklich eine Struktur, wo ich einen Cluster habe, dem sind bestimmte Bilder von einem bestimmten Typ zugewiesen und ein weiteres Cluster, in dem dann eben Bilder eines anderen Typs sein sollen. Diese Feature Extraction, die ich am Anfang erwähnt habe, die will ich jetzt mal ganz kurz erklären. Das Netz, ein neuronales Netz, lernt bestimmte Eigenschaften in einem Bild. Und ein gutes Beispiel dafür sind hell-dunkle Übergänge. Und jetzt können wir uns mal zwei Bilder anschauen und ein paar exemplarische Features und uns überlegen, wie stark ist denn dieses Feature in dem Bild enthalten? Und wenn wir uns jetzt so ein
Dunkel-Hell-Übergang schräg links oben im Bild anschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der irgendwie in beiden Bildern oben jetzt enthalten ist. Also in dem blauen, da gehen wir durch den Schatten eben über zwischen dunkel nach hell und in dem gelben ähnlich an der gleichen Stelle. Also irgendwo links oben im Bild ist so ein dunkel-hell-Übergang. In der genau entgegengesetzten Richtung findet sich dieser Übergang jetzt in diesen Bildern nicht, und zwar in keinem von beiden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel ein hell-dunkel-hell-Übergang in der Bildmitte, den sehen wir auf jeden Fall bei dem gelben Hütchen, während wir den in dem blauen Hütchen nicht sehen, sondern dort sehen wir dann eher einen dunkel-hell-dunkel-Übergang, weil eben der weiße Streifen auf blauem Grund sich befindet. Und an diesen Features kann jetzt ein neuronales Netz diese beiden Bilder in einer gewissen Form auseinanderhalten. Das ist jetzt natürlich eine sehr starke Vereinfachung, aber das illustriert das Prinzip. Und wenn wir jetzt diese Features zueinander in Beziehung setzen, also eine Distanz zwischen diesen Features ausrechnen können, dann können wir auch wieder eine Distanz zwischen den beiden Bildern berechnen. In unserem imaginären Raum, in dem sich diese Feature bewegen können. Dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und einer dieser Clustering-Algorithmen ist ein sehr beliebter. Das ist das K-Means-Clustering. Und das K-Means-Clustering versucht immer, den Abstand von allen Punkten zu einem Cluster-Schwerpunkt zu minimieren. Das heißt, dem gelingt sehr gut, dreieckige oder rechteckige Cluster zu bestimmen. Nämlich es werden bestimmte Punkte zueinander in Beziehung gesetzt. Dann wird ein Cluster-Schwerpunkt bestimmt, also geschaut, wo liegt denn der Schwerpunkt dieser einzelnen Feature-Punkte, die ich jetzt habe. Und dann kann ich das Abstandsquadrat bestimmen von jedem einzelnen Punkt zu diesem Schwerpunkt und kann das versuchen zu minimieren. Da muss ich jetzt vorgeben, wie viele Cluster erwarte ich denn, dass es gibt in diesem Datensatz. Und dann sagt mir der Algorithmus hier, dieser Block gehört zu Cluster 1, dieser Algorithmus gehört zu Cluster 2 und so weiter. Und wir sehen jetzt schon in dem Bild, das ich hier rechts gezeigt habe, ist das irgendwie ungeeignet. Weil wenn man jetzt als Mensch drauf schauen würde, dann würde man sagen, naja, diese beiden einzelnen Ringe, die sind ja irgendwie eher ein Cluster jetzt, als dass ich die so dritteln würde, wie es der Algorithmus jetzt getan hat, nämlich dass die Punkte links unten ein Cluster sind, die Punkte rechts und die Punkte links oben ein Cluster sind. Irgendwie für einen Menschen sieht das komisch aus. Und da gibt es jetzt alternative Algorithmen, und den wir hier jetzt in dem folgenden Beispiel verwenden, das ist der DB-Scan-Algorithmus, und der funktioniert etwas komplexer. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz versuchen zu erklären, was der tut. Der versucht, Punkte im Abstand Epsilon von jedem Punkt zu finden und identifiziert dann alle Punkte, die mehr Nachbarn haben als eine bestimmte Schwelle, die ich angebe. Das ist die Bestimmung der sogenannten Dichte. Also wenn ein Punkt von sehr vielen anderen Punkten umgeben ist in seinem Epsilon-Abstand, dann ist er ein Kernpunkt von einem Cluster. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann versuchen, zwischen diesen Kernpunkten eine Beziehung herzustellen. Also die Frage, befinden die sich in dem gleichen Cluster? Und hier wird jetzt mehr oder weniger, findet jetzt diese Trennung statt im Vergleich zum K-Means. Nämlich dieser Ring außen, in dem haben sich jetzt in Schritt 1 mehrere Kernpunkte ergeben, aber die sind nicht durch einen Epsilon-Abstand mit diesem gelben inneren Ring verbunden. Das heißt, hier findet eine Trennung zwischen den beiden Clustern statt, die im K-Means jetzt so nicht funktionieren würde. Und zum Schluss kann man dann einfach alle Nicht-Kernpunkte einem Cluster zuordnen, falls sie in der Umgebung Epsilon zu diesem Cluster liegen. Epsilon ist hier einfach der
generelle ein Kreis um einen Punkt, in dem man nach anderen Punkten sucht. Also eigentlich der Abstand zwischen zwei Punkten. Genau. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was bringt uns das Ganze? Und zwar ist das eine Riesenunterstützung. Also Patrick hat es ja gerade schon gezeigt, diese ganzen Metriken, die ich jetzt anwenden kann auf Zeitreihendaten, also die mal einzusortieren in bestimmte Kategorien. Das kann mir schon sehr viel Informationen darüber geben, in welchen Bereichen bewegen sich meine Daten, wo muss ich denn nach, ich sag mal, Merkwürdigkeiten Ausschau halten. Und deswegen bietet so ein Clustering-Algorithmus natürlich eine unglaubliche Unterstützung beim Sichten von großen Datenmengen, weil es eben einen riesigen Datensatz schon mal runterbricht für den Nutzer in einzelne Kategorien, die er anschauen kann und miteinander vergleichen. Und es dient natürlich, oder es kann auch dienen, die Fehler in dem vorhergehenden Algorithmus zu finden. Also in dem Beispiel, das wir jetzt gerade hier sehen, habe ich mal einen Objekterkennungsalgorithmus nur für Hütchen auf einen Datensatz, auf einen Bilddatensatz angewandt und habe alle Hütchen ausschneiden lassen. So, und wenn ich jetzt das hier in Cluster einteile, dann sehe ich schon, oh, hier an so ein paar Stellen irgendwie ist so ein Stück, was aussieht wie Fahrbahnmarkierung, so ein Stück, was irgendwie so ein roter Kreis ist, aber sicherlich kein Hütchen, oder so ein komischer orangener Pfeil ganz rechts, der aber auch mit Sicherheit nichts mit so einem Verkehrshütchen zu tun hat. Und dadurch unterstützt es einfach den Entwickler, wirklich große Datenmengen anzuschauen und direkt zu sagen, oh, hier ist irgendwo ein Fehler aufgetreten. Außerdem können wir Ungleichverhältnisse im Datensatz auffinden, ob zum Beispiel bestimmte Objekte unterrepräsentiert oder überrepräsentiert sind, ob sich die Bilder von einem Objekttyp sehr ähnlich sind oder ob ein Bild mehrfach vorhanden ist. Also beispielsweise die orangenen Hütchen hier, davon gibt es wesentlich weniger Klassen jetzt als von den blauen oder von den gelben oder die linken Cluster von den blauen Hütchen, die sehen sich alle sehr ähnlich. Also da ist vielleicht auch wieder einfach ein Fahrzeug gestanden, hat dieses Hütchen aufgenommen und das taucht einfach am Ende im Datensatz öfter vor, als wir es uns erhoffen. Was natürlich auch auffallen kann, ist zum Beispiel, es gibt kaum Bilder bei schlechtem Wetter oder bei Nacht. Beim Labeln der Bilder wurde ein Fehler gemacht. Oder auf Teilen vom Kamerabild ist irgendwie eine statische Verunreinigung. Die landen dann plötzlich in einem Cluster, weil der Algorithmus immer diese Verunreinigung sieht und die einem Cluster zuordnet. Und schon sehe ich, ah, oh, in diesen Bildern, in dieser Fahrt, waren irgendwie wohl Schmutz auf der Linse und ich muss aufpassen. Also dieses Clustering sagt mir nie, wirf die Daten weg oder nimm die Daten, aber es sagt mir immer, es kann mir immer so einen Warnhinweis geben. Also die Frage, sind meine Daten vollständig, decken sie den Anwendungsfall, den ich habe, gut ab? Und damit kann ich auch wieder an Patrick übergeben und wir können uns das Clustering in live anschauen. Genau. Diesmal und kriegst zwar, du Informationsrechte direkt. Jawohl. Ja, das hat auch wunderbar geklappt. So, jetzt müsste man auch wieder meinen Bildschirm sehen. Und zwar haben wir ja gerade gehört, dass Clustering ja durchaus verschiedene Möglichkeiten hat, also verschiedene Algorithmen letztlich, um so ein Clustering auszuführen. Und die Wunschvorstellung ist ja letzten Endes ja immer, dass es in etwa so aussieht. Also alle roten Dreiecke sozusagen zusammen geclustert wurden, alle sind es Punkte, Sterne, Vierecke und so weiter, alle jeweils zusammen. Aber in der realen Welt mit echten Daten, echten Bilddaten ist es natürlich viel, viel komplexer, viel, viel schwieriger, da wir ja hier verschiedene Situationen haben. Das Netz muss auf verschiedene Dinge achten, auf verschiedene Merkmale letztlich, um dieses Clustering durchzuführen. Und das Ganze haben wir jetzt hier mal konkret für den Oxford-Datensatz angewendet. Und wie wir gerade schon mit dem Hütchenbeispiel gesehen haben, hier genau das Beispiel mit den Oxford-Daten. Und es fällt zum Beispiel direkt auf, also dass hier teilweise irgendwelche dunklen Nachtfahrten zusammengeclustert wurden, dann wieder ein paar jeweilige Tagesfahrten sozusagen. Und wir können uns das Ganze hier auch mal exemplarisch zum Beispiel für Cluster 0
anschauen. Hier einfach mal zwei Bilder daraus. Wir können uns einfach beliebig andere Bilder suchen. Gerade eben hat man es kurz gesehen, dass nochmal ein Nachtfahrt zum Beispiel drin war, was durchaus vorkommen kann, je nach Parametrierung. Und das ist die große Schwierigkeit bei solchen, die große Herausforderung bei solchen Algorithmen, hier die richtige Parametrierung zu finden. Wir können uns zum Beispiel jetzt einfach mal ein anderes Cluster angucken. Hier sind wir oft irgendwie in der Stadt gefahren, bei Regen zum Beispiel, sieht es zumindest danach aus, aber können hier an den verschiedenen Stellen und Drehschrauben nochmal ein bisschen nachjustieren. Wir haben hier relativ viele Cluster jetzt mit der aktuellen Parametrierung, vor allem auch hier viele Tage jeweils separat zueinander, also Tagesfahrten, Nachtfahrten und so weiter, und können zum Beispiel hier diesen Epsilon-Wert einfach mal ein bisschen hochziehen und sehen dann schon direkt, wie sich das Ganze verändert. Es werden jetzt in dem Fall immer weniger Cluster, beziehungsweise können auch hier nochmal ein bisschen an der Dimension schrauben. Also das gerade ist schon mal allein schon bei zwei Parametern, die man hier verändern kann. Es ist durchaus eine Herausforderung, hier die geeignetste Parametrierung zu finden. Und entsprechend ändern sich auch hier dann die Beispielbilder eventuell dann. Ja, genau, hier zum Beispiel ist das erste Cluster jetzt keine Nacht mehr gewesen, sondern wurde hier entsprechend irgendwo am Ende einsortiert. Und wir können das uns jetzt einfach mal auch mal exemplarisch anschauen. Also das erste Cluster sieht ja eher so aus wie so eine Tagfahrt, irgendwie hinter Fahrzeugen, bei gutem Wetter. Gut, hier kann man jetzt darüber diskutieren, ob das zum Beispiel ein gutes Wetter ist oder nicht, aber ansonsten sieht es schon eher nach Sommerfahrten und so weiter aus. Haben hier aber nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel in ein hinteres Cluster zu gehen, was zum Beispiel ganz spannend ist. Also das, was ich vorhin zum Beispiel gezeigt hatte, hier sieht man zum Beispiel auch wieder bestätigt einigermaßen das, was ich vorhin sozusagen mal durch die anderen Daten gesehen habe. Wir sind hier eventuell wirklich vor dieser, was wird es sein, so eine Garage oder Innenhof, das Sie hier sehen, anstrahlen bei Nacht oder bei Morgen zumindest. Und die Fahrten sind oder die Bilder sind letztlich sinnvoll zusammengeclustert worden, weil sie auch relativ ähnlich sind. Als Mensch würde man die jetzt auch zusammen eigentlich clustern. Aber zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen Nachtfahrten und so weiter, das ist nicht ganz das Richtige. Genau hier zum Beispiel sieht man auch, die sind relativ ähnlich zueinander, weil wir hier einfach irgendwo ein bisschen im Stau stehen an der roten Ampel und entsprechend hier diese Bilder auch sich relativ ähnlich sehen. Aber man könnte jetzt darüber diskutieren, ob jetzt irgendein anderes Nachtbild, ja, das war jetzt zum Beispiel keins, aber wir haben zum Beispiel jetzt hier auch die Möglichkeit, hier bei anderen Bildern einfach mal zu gucken, dass wir hier auch sagen, das sieht relativ ähnlich aus und da ist ja die Schwierigkeit, auch für das Netz, wann entscheide ich, wann es zu einem bestimmten Cluster gehört, wann werfe ich es zusammen, auf welche Merkmale schaue ich, ist es jetzt vielleicht immer nur, wenn ein Verkehrsschild zum Beispiel hier drin ist oder irgend so eine Lichtreflexion von der Beleuchtung der Straße, könnte natürlich eine Ursache dafür sein, zum Beispiel, wenn alle immer nur Fotos gemacht haben oder Bilder gemacht haben mit so einem Bild, werden die zusammengeworfen, weil das besonders auffällig ist. Und entsprechend hier wird halt klar, wie man verschiedene Dinge einstellen kann. Man kann verschiedene Algorithmen nehmen für die Clustering-Verfahren, aber auch allein schon die jeweils einstellen und dann die jeweilige Deutung von den Clustern, sind sie sinnvoll oder nicht, hilft auch schon einerseits zu bewerten, okay, was haben wir eigentlich in unseren Daten drin, weil wir haben ja hier schon mal eine relativ gute Übersicht von dem, was eigentlich letztlich in unseren Daten sozusagen vorkommt. Genau, und damit gehe ich wieder zurück für den nächsten Teil unserer Präsentation. So. Genau, willkommen zurück. Da wir inzwischen Teilnehmer haben, beziehungsweise eine Teilnehmerin, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der Stream aktuell aufgezeichnet wird. Das heißt, alle Wortmeldungen, vor allem auch mit Video, tauchen später in der Aufzeichnung auf. Genau. Das nächste Kapitel, mit dem wir uns widmen möchten, ist die Augmentation von Bilddaten. Also wie kann ich den Datensatz um Bilder erweitern, die bisher nicht im Datensatz enthalten waren? Warum mache ich das? Darauf möchte ich eingehen. Welche Möglichkeiten gibt es, das zu tun? Und wie gut funktioniert das am Ende dann tatsächlich? Das schauen wir uns dann auch wieder in der Live-Demo an. Warum will man Daten augmentieren? Also ich erzähle das jetzt mal am Beispiel von einem neuronalen Netz durch. Ein neuronales Netz benötigt für das Training und für die Validierung Trainingsdaten. Dazu nimmt man üblicherweise einen größeren Teil des Datensatzes und Validierungsdaten. Das ist der kleinere Teil des Datensatzes. Und jetzt kann ich das Netz trainieren mit dem größeren Anteil, also mit den Trainingsdaten. Und wenn ich das Netz dann fertiggestellt habe, dann führe ich eine Validierung durch. Also teste, ob das Netz bei dem Anteil, dem kleineren, den ich mir vorher abgezwackt habe von den Gesamtdaten,
ob es eben die entsprechenden Ergebnisse liefert, die ich mir erhoffe. Und die Problematik hierbei ist, dass Realdaten immer aufwendig aufzunehmen sind. Also ich habe vorhin schon mal das schöne Beispiel gebracht. Ich habe eine bestimmte Situation, das Fahrzeug fährt an eine Kreuzung ran, es kommt jemand von rechts und es gibt irgendwie so eine Unstimmigkeit, wer hat jetzt Vorfahrt? Und wenn ich den Algorithmus damit jetzt trainiere, dann funktioniert es vielleicht wunderbar für genau diese Situation, in der das aufgetreten ist. Also beispielsweise, es war klarer Himmel, sonnig, alle Farben waren gut zu erkennen. Oder das Fahrzeug, das von rechts kam, war jetzt beispielsweise blau und wurde besonders gut erkannt. Aber wenn ich das Ganze jetzt validieren möchte, beispielsweise mit Regen und einem roten Fahrzeug, das von rechts kommt, dann stehe ich eben vor dem Problem, dass ich eventuell noch mal raus muss ins Feld. Und jetzt ist es ja so, wenn ich den anderen Verkehrsteilnehmer beeinflussen will, dann muss ich den ja am Ende auch noch selber stellen. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich mit zwei Autos raus und mich irgendwie an dieser Kreuzung treffen, nur um diese eine Szene noch mal aufzunehmen, die ich ja eigentlich schon habe, nur eben mit irgendwie vielleicht falschen Farben oder falschem Wetter. Und dieses Training und die Validierung, die benötigen einfach möglichst viele Daten. Also man kann am Ende fast sagen, je mehr, desto besser. Natürlich bekommt man irgendwann einen Effekt, dass man in eine Sättigung geht, wo dann kein nennenswerter Gewinn mehr zu erzielen ist. Aber gerade was so seltene Situationen angeht, ist es einfach wichtig, möglichst viel Daten davon vorzuhalten. Und das Schöne ist jetzt, durch Augmentation lassen sich Trainingsdaten aufgrund einer bekannten realen Situationen generieren. Das heißt, ich kann meine Szene nehmen, irgendwie Sonne, blaues Auto von rechts und kann es umwandeln in Regen, rotes Auto von rechts. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Die Augmentation, die ist in ihrem Realitätsgrad natürlich irgendwo zwischen Realdaten und Simulationsdaten. Bei den Realdaten, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Umweltparameter, die kann ich nicht beliebig beeinflussen. Also eine seltene Situation einfach so nochmal nachzuspielen bei anderem Wetter, ist eben schwierig. Bei der Simulation hingegen habe ich eben die händische Modellierung. Das heißt, ich habe volle Variabilität. Ich kann sagen, hier soll jetzt ein Auto sein und es soll bitte regnen und Nacht sein. Aber dafür nimmt natürlich der Realitätsgrad von den Bildern, die ich da generieren kann, um beispielsweise eine Funktion zu trainieren, der nimmt natürlich ab. Das heißt, es ist nicht so wie in Realität. Ich habe vielleicht andere Spiegelungen an der Linse, ich habe vielleicht andere Verzerrungen in meiner Kamera, ich habe Gegenlicht wirkt sich anders aus, der Dynamikumfang von meiner Kamera wird nicht sinnvoll abgebildet. Und da kann ich jetzt entgegenwirken, indem ich die Augmentation verwende. Das heißt, indem ich ein Bild aus Realdaten transferiere in ein anderes Bild, das aussieht, als wäre es von der gleichen Kamera aufgenommen. Und gleichzeitig habe ich diese Variabilität, die ich aus der Simulation kenne, nämlich dass ich eben bestimmte Parameter einstellen kann und sagen kann, so soll mein Bild ungefähr am Ende aussehen. Und das hier ist jetzt schon ein schönes Beispiel. Und dass diese Augmentation mir eben nochmal genau die gleiche Situation liefern kann, nur eben bei komplett anderen Verhältnissen. Aber natürlich ist die Datenqualität, die ich hier bekomme, nicht die gleiche wie bei Realdaten. Das heißt, die Kameraartefakte und so weiter, die könnten sich jetzt natürlich durch die Augmentation auch verändern. Und deswegen ist hier auch noch viel Forschung notwendig, um das tatsächlich am Ende verwenden zu können für das Training von neuronalen Netzen. Wie läuft dieser Augmentationsprozess jetzt ab? Also wir haben einen Speicher, in dem haben wir unsere Realdaten. Das heißt, wir haben eine Annotation, den vorher angesprochenen Kontext. Also ich habe irgendwie Bilddaten, da ist ein Label dran, dass hier Fußgänger unterwegs sind und dass es bei Regen aufgenommen ist. Jetzt kann ich damit einen Kontextidentifikator trainieren, der sich andere Daten anschaut und die eben automatisiert annotieren kann. Das kann ich dann wieder auch mit einem Clustering-Algorithmus, wie wir es vorhin angesprochen hatten, nochmal überprüfen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und gleichzeitig kann ich aus den annotierten Daten
ein Augmentationsnetzwerk trainieren. Das heißt, ein Netzwerk, das weiß, wie sieht eine Ursprungssituation aus und wie generiere ich daraus eine Zielsituation. Und jetzt kann ich aus diesen Daten, die ich sonst noch habe, verfügbar in meinem Datensatz, kann ich Parameter für die Augmentation identifizieren, beispielsweise das Label Regen oder das Label Gegenlicht. Und daraus kann ich jetzt aus dem Augmentationsnetzwerk neue Beispiele generieren, die sich dann in dem neuen Kontext, also in dem Kontext, in dem ich mich in meinen vorher annotierten Daten nicht befunden habe, die da rein transferiert wurden. Und die kann ich jetzt wieder meiner Datenquelle hinzufügen und kann die für mein Training verwenden. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt das mit einem maschinellen Lernsystem mal abbilden möchte? Da gibt es das sogenannte Generative Adversarial Network. Generative Adversarial heißt, ich habe einerseits einen Generator, der generiert mir aus einem Zufallsvektor einen bestimmten Output. Dieser Output wird abgeglichen mit Realdaten und wird durch einen Discriminator, das ist der Adversary von dem Generator, also der Gegenspieler, der versucht aufzudecken, wann macht dieser Generator einen Fehler. Der Generator schlägt ein Bild vor, das aussehen soll wie ein Bild bei Schnee, und der Diskriminator sagt jetzt, nee, sieht nicht aus wie Schnee, sieht eher aus wie Regen, oder also ist falsch, oder sagt, ja, das sieht aus wie ein Originalbild mit Schnee. Und daraus bekomme ich dann die Aussage, ist das gut oder ist es schlecht? Ist es ein echtes, sieht das aus wie ein echtes Bild oder sieht es aus wie ein gefälschtes Bild? Und diese Bilder kann ich dann am Ende verwenden. Und das Ganze sieht jetzt so aus, also ich kann diesen Zufallsvektor, den ich hier gerade erwähnt hatte, auch durch einen Input ersetzen. Und dann bekomme ich sowas, dass ich wirklich den Stil von dem Bild, also beispielsweise hier den Bildstil von so einer abstrakten Kunst auf ein reales Foto zum Beispiel anwenden kann und plötzlich dieses Foto aussieht, als wäre es ein Gemälde in dem Stil, den ich vorgegeben habe. Und natürlich ist jetzt für uns als Automotive-Forscher wenig interessant, irgendwie hier künstlerisch aktiv zu werden und Bilder in bestimmten Stilrichtungen darzustellen, sondern uns geht es darum, wie können wir Realbilder umwandeln in gefälschte Bilder, die aber aussehen, als seien es echte Bilder. Und da gibt es jetzt Ansätze, die es wirklich erlauben, die gleichen Aufnahmen bei anderen Wetterverhältnissen dann zu zeigen. Und das ist hier ein Ansatz, und wir können jetzt uns mal in der Realität anschauen, wie sieht die ganze Geschichte aus und wie viel können wir da schon tun. Da gibt es jetzt nämlich noch einiges zu sehen. Genau, also ich werde jetzt gleich ein paar Beispiele von unserem Oxford-Datensatz zeigen, an dem wir diese Netze sozusagen darauf anwenden, einfach um diesen Style letztlich zu transformieren in ein anderes Zielbild sozusagen. Und entsprechend hier auch wieder unsere Webseite. Ich verzichte jetzt mal drauf, nochmal genau zu erzählen, wie ein GAN funktioniert. Das haben wir ja gerade schon mal gehört. Und was wir jetzt hier konkret haben, ist, wir haben ja ungefähr 2 Millionen Bilder in etwa aufgenommen und haben jetzt hier verschiedene Wettersituationen natürlich abgebildet. Wir haben zum Beispiel Sonne, Schnee und Regen jetzt konkret hier ausgesucht und können das Ganze jetzt einfach mal mit so einem vortrainierten neuronalen Netz einfach mal verändern. Das heißt also, hier zum Beispiel direkt zu sehen, wir haben ein Schneebild exemplarisch ausgewählt und die Zieldomäne soll Sonne sein. Und hier sieht man zum Beispiel sehr gut, was das neuronale Netz zum Beispiel versucht zu machen. Also meistens tendenziell ist es ja so, dass ein Schneewetter-Winterbild ja meistens eher ein bisschen düsterer, dunkler ist, also viel Schatten, sehr dunkle Farben. Und wir hier auf der rechten Seite dann sehen, dass das neuronale Netz dann versucht, das Ganze ein bisschen aufzuhellen. Vor allem hier dieser Baum wird zum Beispiel doch durchaus sehr, sehr grün. Und haben aber auch die Möglichkeit, dieses Rauschen, was man letztlich dafür nutzt, für so ein neuronales Netz, um so ein bisschen Variation reinzubringen, zu verändern. Und hier können wir einfach zwischen zwei verschiedenen Seeds wählen und können uns dann direkt angucken, was für eine Auswirkung das Ganze hat. Und können auch dann sehen, wie unterschiedlich diese Bilder dann aussehen. Und hier sieht man dann,
Das durchaus hier, ich würde behaupten, dass die Strecke, also die Fahrstrecke hier zumindest, die Fahrbahn, weniger diese Schatten wirft, aber eher sehr, sehr ja, homogen dann hier wirkt und das allgemein das ganze Bild durchaus sehr stimmig ist. Wir können so exemplarisch einfach mal für ein anderes Bild angucken, wie das Ganze aussieht. Hier jetzt sieht man bei dem Bild, dass hier links ja durchaus viel Schnee ist und hier rechts dann eher, das neuronale Netz versucht, so das rauszurechnen, eher sogar ein bisschen so da wirkt, als wäre es sozusagen überbelichtet ein bisschen. Aber beim zweiten Seed sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Wobei hier natürlich der Boden, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt schon perfekt ist oder nicht. Also auch hier dieses Netz schon ein bisschen weiter zu verbessern und diese Auffälligkeiten zu sehen, muss man schon ein zweites Mal drauf gucken. Vor allem jetzt vielleicht auch hier dieses Straßenschild ist jetzt hier weniger gut rekonstruiert. Das sind einfach so kleine Feinheiten, die man dann nachher wieder feststellt. Aber im Gesamten, man sieht hier, die Bäume sind durchaus grün geworden, letztlich, also zumindest in diesem Beispiel. Aber wir können uns jetzt zum Beispiel auch mal anschauen, wenn wir jetzt ein Sommerbild nehmen. Klar, Sommer zu Sommer oder Sonne zu Sonne ist jetzt eher weniger sinnvoll. Aber wir können uns mal angucken, wie sieht das Ganze exemplarisch mal für Schnee aus. Und hier ist ja ganz schön zu sehen. Also hier haben wir hier sehr, sehr helle Stellen und das Netz schafft durchaus schöne, sinnvolle und auch plausibel wirkende Bilder. Also zumindest könnte man jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall sagen, okay, das sieht ziemlich gut aus. Wenn man jetzt mal zum Beispiel das zum Schnee zum zweiten sieht, da fällt man jetzt ein bisschen auf, dass es ein bisschen dunkler ist. Hier das Gebäude vielleicht ein bisschen zu viel transformiert vom Style her, aber können das Ganze auch mal einfach in Regen machen. Und oft ist es so, dass zumindest das Netz jetzt hier beispielsweise einfach gelernt hat, wenn es regnet, dann ist oft die Kamera ein bisschen verdeckt, verschmutzt. Irgendwelche Wassertropfen sind drauf. Wir kriegen hier diese Reflexion, diese Kleckser sozusagen letztlich. Und das können wir uns auch mal hier und da mal angucken. Also hier auch wieder ein Paradebeispiel, das gerade dieses genau zeigt. Bei einem anderen Seed sieht es auch ein bisschen anders aus. Aber wenn wir das Ganze vielleicht mal zu Schnee machen und gucken, wie das aussieht, könnte man schon durchaus denken, okay, hier wieder Schnee irgendwie auf der Farbe, auf dem normalen Fußweg, sieht auf jeden Fall plausibel aus und illustriert eigentlich sehr gut die Chancen und Möglichkeiten von neuronalen Netzen, um die Datenmenge künstlich zu erweitern oder in verschiedene Styles oder verschiedene Wettersituationen zu transformieren, aber durchaus noch viel Potenzial da ist, um eben solche Unfeinheiten oder vielleicht unplausibel wirkenden Stellen zu korrigieren. Genau, und damit gebe ich zum letzten Teil unserer Präsentation wieder zurück an den Karl Philipp. Ja, vielen Dank. Genau, wir haben jetzt noch ein kurzes Wrap-up vor uns. Und jetzt soll es nur noch mal ganz kurz gehen, was haben wir heute uns angeschaut? Wir haben heute eine kurze Datenanalyse und Anomaliesuche mal angeschnitten, ganz kurz gezeigt, wie können wir Fehler in Zeitreihendaten finden, wie können wir die Fehler auch in den Kontext setzen, wie können wir Kontext nutzen, um eben Fehler auch noch effizienter und besser zu finden und wie können wir vor allem verschiedene Kontexte zusammenführen und dann über die Vielzahl an Daten, die wir haben, eben geeignete Auswahl treffen für bestimmte Einsatzzwecke. Wir haben uns die Datenbewertung angeschaut, also wir haben geschaut, wie können wir einerseits das Gütemaß zum Beispiel Abweichung in Zeitreihendaten nutzen, um anzuschauen, warum müssen wir einen Datensatz schlechter bewerten, warum müssen wir da vorsichtig sein. Und wir haben zum Beispiel auch geschaut, wie können wir per Clustering Gemeinsamkeiten bzw. Gruppen von Bildern zusammenfassen, um eben auch einem Anwender das Sichten von Daten, die Bewertung, auch die händische Bewertung von Daten zu erleichtern. Und zu guter Letzt haben wir nochmal auf die Datenaugmentation geschaut, also wie erweitern wir unseren Datensatz um unbekannte Bilder und haben uns da im Speziellen jetzt mal den Transfer von Wettersituationen mittels von Generative Adversarial Networks von einer Wettersituation in die andere angeschaut und haben das auch mal am Beispiel sehen können. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass wir nur eine Teilnehmerin hatte, die da ist. Ich bitte trotzdem um Fragen, falls denn welche da sind. Und ich hoffe, Sie daheim vom Bildschirm hatten auch die Möglichkeit, auf die Website mal drauf zu klicken und zu schauen, ob Sie da selber ein paar ja,
Entdeckungen in unseren Datensätzen machen konnten, die wir vielleicht noch gar nicht hatten. Ansonsten hoffe ich, dass wir die Website noch offen halten können bis in ein paar Tagen. Das heißt, wenn jetzt die Daten dazu rumgehen, dann können Sie sich auch da nochmal umschauen und hoffentlich auch nochmal was für sich da mitnehmen, was die Datenanalyse im großen Stil angeht. An der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und uns nochmal vorzustellen als auch Abteilung am FZI. Wir beschäftigen uns mit dem Automotive Systems Engineering, sind im Bereich ESS angesiedelt. Ich habe es eingangs schon mal kurz erwähnt, der Professor Sachs und wir als Truppe, die da gemeinsam versuchen, irgendwie mit diesen Daten, diesen Architekturen und der Verifikation irgendwie klarzukommen und das zu verbessern für die nächsten Jahre. An der Stelle vielen Dank von mir. Ich kann mich nur anschließen, vielen Dank. Genau, ich kann mich nur anschließen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen und Sie haben was mitgenommen aus unserem heutigen Workshop.